Liebe Züchter, liebe Züchterin, mein Name ist Sven Völz. Sie kennen mich sicherlich als Hengsthalter, aber seit Kindesbein bin ich passionierter Züchter. Hier im schönen Bienenbüttel züchten wir mit ca. 25 Stuten. Mit meinem Team, meiner Lebensgefährtin Thea Jelczyk, betreibe ich hier diesen Betrieb. Lassen Sie sich bitte inspirieren, mitnehmen und ja, in eine Zucht einblicken zu können, die wir hier in Bienenbüttel betreiben. Ja, bei den Holsteiner Stämmen hat mein Vater mit unheimlich viel Stämmen gezüchtet. Ja, das war jetzt im Nachhinein natürlich eine tolle Sache für mich, weil ich also als ganz kleines Kind schon gelernt habe, welcher Stamm welche Vorzüge hat, welche negativen Eigenschaften der Stamm hat. Und am Ende konnte ich dann aus dem großen Potenzial schöpfen, wie wir hier nach Niedersachsen gegangen sind. Und ich habe mir dann die Stuten so selektiert, wie ich das für mich als Züchter richtig empfunden habe. Natürlich macht man da auch nicht alles richtig, aber jetzt im Nachhinein, glaube ich, ist es wirklich so, wenn ich jetzt den Holsteiner Stamm 730B nehme, mit dem ich wirklich ganz tief verwurzelt bin. Denn damals schon auf der Deckstation stand Caletto 1, 2 bei uns auf Station und dadurch kannte ich natürlich erstmal die Hengste. Und dann wollte mein Vater immer aus dem Stamm 730B Stuten kaufen und vor allen Dingen wollte er immer ganz gerne direkt an Caletto 1 und 2 eine Stute haben, aber das war eigentlich nicht machbar. Dann kam der Tag, Martin Both hatte die Stute Havel und die wurde 4, 5 Jahre nicht tragend. Dann ist mein Vater da hingefahren zu Martin Both, hat die Stute gekauft, hat noch eine Nachzahlung geben müssen. Wenn die ein lebendiges Fohlen kriegte, dann haben wir das versucht. Wir haben sie dann auch nicht tragend bekommen. Am Ende hat mein Vater sie dann mit dem zweijährigen Hengst in die Weide gejagt. So, und damit hatten wir die Stute dann in Gang. So, und so im Nachhinein entsteht die Geschichte bei uns mit unserer eigentlichen Stammstute Lucy. Um es kurz zu machen, kaufte dann zweijährig Familie Tischer bei uns die Ahornstute Chichi. Und Chichi ist, glaube ich, alle, die mit der Holsteiner Zucht zu tun haben, ja, weltweit bekannt. Dann kam die Stute ein paar Mal zu Cascavel und so entstanden dann zwei oder drei Vollgeschwister zu Lucy in Chuchuna, die Michael Eidel damals kaufte. Wir kauften Lucy und dann war da noch eine dritte im Bunde. Ich glaube, die ging damals nach Italien. Über Mars Johannes Hell. Die kauften wir damals bei Familie Tischer. Familie Tischer hat mit Chichi gezüchtet und wie gesagt, bei Familie Eidel kam dann eine Herr Lacrimoso und bei uns wurde die Stute 22 Jahre im Betrieb gehalten. Aber da ich diese sportliche Seite der Stute an meine Göttergattin immer weitergebe, kann die sportlichen Sachen aus diesem Stamm vielleicht auch noch mal erläutern. Also Lucy war ein ganz besonderes Charakterpferd.
Mein erster Kontakt mit Lucy war, als ich ihr den Apfelgurt drauf machen wollte, dass sie mir in den Rücken gebissen hat. Und so blieb das bis zu ihrem letzten Fohlen. Jeden Tag, wenn ich unter das Euter geguckt habe, wie weit sie jetzt ist und wann das Fohlen kommt, hat Lucy mir einmal in den Rücken gebissen. Das fand sie richtig gut. Aber sie war einfach eine Granate. Bis zum letzten Tag hatte sie so viel Power und das hat sie auch an ihre Nachkommen vererbt. Sie hat in der Zeit, wo es noch keinen Embryotransfer gab, 6 internationale Sportpferde gemacht. Das waren allerdings alles Hengste und Wallache, weil die Stuten aus Lucy, die hatten noch ein bisschen zu viel Blut. Erst in der nächsten Generation sind die Stuten dann so, dass man auch am dritten oder vierten Tag auf dem Turnier noch ein richtig frisches Pferd hat, das richtig Lust hat zu galoppieren und zu springen. Aber halt die direkten Stuten aus Lucy, mit denen wir jetzt züchten, die hatten schon unheimlich viel Saft, so im Ganzen. Die haben wir zwar angeritten, aber dann auch nicht sportlich weiter gefördert. Ihre Enkelin Inchuchuna, die wir nach Lucys Vollschwester, der Mutter zu Lacrimoso, getauft haben, die heißt nämlich jetzt auch Inchuchuna. Das ist eine Brandzaustute, ein wunderschönes Modell. Wir haben die sportlich gefördert. Sie war Vize-Landeschampioness der 5-jährigen Holsteiner Pferde. Ja, einfach ein Traumpferd. Der Galopp ist für eine 12,0 ebenso wie die Rittigkeit. An dem Pferd gibt es kaum was auszusetzen. Man konnte sich draufsetzen in Parcoursreiten und man wusste, wenn man das Pferd nicht sabotiert, ist man ganz vorne mit dabei. Wir freuen uns sehr, aus Inchuchuna schon einige Nachkommen zu haben über Embryotransfer. Dieses Jahr trägt sie allerdings auch selber ein Fohlen aus. Ja, Lucy ist einfach, oder jetzt über ihre Töchter, die wir in der Zucht haben, immer eine sichere Bank. Wir müssen diesen Stamm, auch wenn er vielleicht von früher nicht jetzt diese Leistungsdichte hat wie Quercetin, weil es einfach nicht so viele Nachkommen gibt, sind die meisten Nachkommen immer gut. Man weiß immer, man kriegt ein Pferd mit Saft, mit einem tollen Galopp, mit einer hohen Rittigkeit, ein schlaues Pferd, das selber im Parcours mitdenkt. Und das sind so die Eigenschaften, die wir im Sport brauchen. Und Lucy hat, glaube ich, unsere Zucht sehr gezeichnet. Wir werden sie immer in Ehren halten, weil über ihre Tochter liefert sie uns, über ihre Töchter, mehrere Töchter haben wir in der Zucht und über die Töchter und mittlerweile auch über die Enkeltöchter liefert sie uns gewaltige Pferde. Des Weiteren züchten wir aus dem Stamm 730B mit zwei weiteren Stuten aus der Familie der Badua. Einmal haben wir die Casco Lord Stute, Esvalona. Ja, eine Stute, die immer Gewissheit mitgibt an Typ, an Rittigkeit. Ganz schlaue Pferde. Sie selber hat uns ganz viele tolle Nachkommen gebracht. Und des Weiteren haben wir eine Stute, ja, die ist Vollschwester zu Zornel 1 und 2. Da haben wir jetzt auch schon Nachzucht von. Auch diese Stute hat eine unheimlich große Leistungsdichte, färbt immer Größe, ja, einen guten Galopp und ja, färbt schöne Typen. Beide Familien kenne ich von früher. Einmal kommt der Stamm ursprünglich bei Karl-Heinz Peters her aus Würden und einmal über Familie Wulff. Beide Stämme bin ich mit groß geworden und ich kann natürlich unheimlich viel, ja, Input in diese Stämme reinbringen, weil ich damit groß geworden bin. Ja, Esvalona bescherte mir eins der schönsten Erlebnisse in meiner reiterlichen Karriere. Mit ihrem Sohn El Bedante bin ich Landeschampion der 4-jährigen Holsteiner Springpferde geworden. Esvalona ist einfach ein Garant für ein Pferd, was ein tolles Exterieur hat, sich gut bewegt, toll reiten lässt und am Sprung richtig abfußt und vorsichtig ist. Sie ist jetzt 21 Jahre jung, noch richtig frisch.
Sie hatten Fohlen bei Fuß von Diamant van Klapscheid. Aber jetzt, um auf ihre älteren Nachkommen zurückzukommen, sie brachte Kalias, der schon 1,60 Meter siegreich ist, von Companiero. Dann brachte sie Kaskosten, den gekürten Kulmensohn, den wir zweijährig nach Holland verkauft haben. Der ist mittlerweile auch im internationalen Sport angekommen. Sie brachte Abe Dante, den Landeschampion. Ebenfalls noch ein Vollbruder zu Abe Dante, Don Darko, der mittlerweile in 2-Sterne-S-Prüfungen national erfolgreich ist. Ebenfalls brachte sie die Staatsprämien-Shooter Elona, die auch schon zweifache Hengstmutter ist, was einfach für diese durchschlagende Vererbungskraft von Esvalona spricht. Und ich freue mich, dass wir auch mehrere interessante Stuten von Esvalona für die Zukunft in unserem Betrieb haben. Ja, da Sie alle mitbekommen, dass ich mich unheimlich mit dem Stamm beschäftigt habe und damit natürlich auch groß geworden bin, gibt es natürlich bei uns auch noch eine weitere Stute aus dem Stamm 730B. Und ja, eine Quickster Laval, die ich mir mal zugekauft habe. Und wenn man über Holstein spricht, ich sage mal, gibt es einen ganz großen Züchter, der weltweit bekannt ist. Das ist die Familie Ritters. Sicherlich eine ganz große traditionelle Zuchtstätte mit ganz vielen tollen Pferden. Alle profitieren aus seiner Zucht, weltweit bekannt. Und ja, ich freue mich natürlich unheimlich darüber, dass ich eine Familie von der Familie Ritters einen zu uns bekommen habe. Und ich glaube, keiner kann den Stamm besser beschreiben als der Sohn von Hans-Werner Ritters, Jens Ritters. Ja, also der Stamm 730B, das ist ja eigentlich unser Hauptstamm, sag ich mal. Und die Stammstute, die erste, die bei uns auf dem Hof, das war die Frivolstute, Virginia hieß sie. Also die hat mein Großvater gekauft und die ist dann auch noch im Sport gegangen bei uns. Die hat mein Vater selbst geritten, auch bis schwere Klasse. Und ich glaube, er ist selbst sogar mal Derby geritten, mit er, oder auf jeden Fall eine Prüfung auf dem Derbyplatz. Und diese Frivolstute, das war eine ziemlich saftiges Gerät, also die war richtig wild. Und ich glaube, dann anschließend hat er relativ schnell auch wieder aufgehört, die im Sport zu reiten und ist sie dann in die Zucht gegangen. Und ja, also diese Linie, von der wir hier sprechen, also wir wollen ja gerne die Familie der Nienburg so ein bisschen finden. Also Nienburg ist eine Fra Diavolo-Tochter aus einer Corde Frivolen-Mutter, also geht dann direkt auf diese Frivolstute zurück. Ja, und diese Corde-Stute und auch die alte Frivol-Stute, die habe ich nur als Kind noch so in Erinnerung. Was mir besonders aufgefallen ist an diesen Stuten, also was diesen Stamm, glaube ich, charakterisiert, das sind alles so relativ großrahmige Stuten, so im Holsteiner Typ stehen. So oft, meistens alle dunkelbraun, großrahmig, Linien genug, also keine abgedrehten, richtig, die haben alle Linie gehabt, so wie ich sie mich erinnere. Und auch die Nienburg, also die Fra Diavolo-Stute, war auch eine wunderschöne, großrahmige Holsteiner Stute, die auch bei ihrer Eintragung, ich glaube in Holstein, in Dithmarschen Siegerstute wurde und in Enshorn Reserve-Siegerstute. Was mir aufgefallen ist damals, sie war nicht unbedingt ein super Bewegungspferd und sie selbst auch war auch nicht unbedingt ein, ja, wo man sagt jetzt, das ist jetzt so ein Springkracher so. Ich glaube erst die Verbindung mit den Hengsten, mit Caletto 2, mit Laurin, mit Concerto, hat das Springen dann wieder festigen können. Also die Stute selbst war nicht unbedingt so, wo man sagt, das ist ja ein Springpferd. Das war eine unglaublich schöne Stute, aber nicht so, dass man sagt, boah, die will ich jetzt das Springpferd unbedingt haben. Was ich glaube, die Pferde aus diesem Stamm haben alle
eine unglaubliche Einstellung. So. Die haben einen Willen, die würden nicht großartig umdrehen oder sagen, so, ich mag jetzt nicht mehr. Die versuchen immer zu kämpfen und ja, einfach einen guten Job zu machen. Das ist, glaube ich, auch ein Charakterzug des ganzen Stamms, so, dieser ganzen Linie. Das kann man schon sagen, glaube ich. G. Flowerstar bescherte uns Anfang des Jahres einen tollen Erfolg. Sie brachte den zweiten Reservesieger anlässlich der Holsteiner Körung, Cornet Superstar. Sie hat auch ganz prominente Verwandtschaft. Ihr Bruder von Darko war dieses Jahr in Balve unterwegs unter Holger Wulschner auf 4-Sterne-S-Niveau. Ihre Großmutter ist selber international gelaufen. Eine Vollschwester der Mutter ist auch international gelaufen unter Meredith Michaels Bärbaum, BB Jasmin. Und BB Jasmin brachte den international erfolgreichen und gekürten Hengst Cartello BB. Ja, der Stamm 730B ist sicherlich züchterisch so wertvoll. Muss man wirklich sagen, er gibt eigentlich alles mit. Er gibt Rittigkeit mit, er gibt einen guten Galopp mit, Vermögen, Schnelligkeit, schlaue Pferde. Und was mich natürlich als Züchter dann auch immer interessiert, ist immer die Härte. Und das gibt dieser Stamm wirklich mit. Die Pferde, die Mütter, die Nachkommen, alle sind hart, hart zu sich selbst. Sie wollen sonntags auch noch den Sport. Und wenn ich jetzt mal an unsere alten Stuten, wenn ich jetzt da mal drüber nachdenke, wie gesagt, vorhin einmal kurz von Thea angeschnitten, so eine Lucy und so, das waren schon auf Deutsch gesagt richtig knüppelharte Pferde, die richtig stark in der Persönlichkeit waren und richtig hart gegen sich selbst und bis zum Schluss immer alles gegeben haben. Und ja, die Härte ist heute natürlich auch im Sport ein Riesenfaktor und das vereint dieser Stamm einfach in sich. Ja, über die Hengsthaltung sind mir die Stämme in Belgien natürlich immer bekannter geworden. Ich habe mir mal gedacht, dass ich mir auch gerne eine Stute zulegen würde. Ja, und dann interessierte mich natürlich der Curly Chin Stamm. Ja, und so kam ich dann und versuchte immer mal eine Stute zu kaufen und das gelang mir dann nicht so richtig. Ja, und dann war ich in Frankreich auf der Körung, traf da Joris de Brabander und sagte zu ihm, Mann, sag ich, hast du jetzt nicht mal eine Stute und was können wir denn machen? Und dann sagte er, ja, er hätte eine Stute, eine Nabab-Stute, die würde das erste Turnier laufen. Die läuft aber dieses Wochenende in Belgien, die kannst du probieren, sagt er, und wenn sie dir gefällt, kannst du sie kaufen. Okay, und ich hatte einen Freund mit aus Dänemark. Naja, und dann sind wir weggefahren in Frankreich, haben die Körung gar nicht mehr zu Ende angeguckt. Und ja, ich wollte unbedingt diese Stute probieren. Ich war richtig heiß und dann sind wir dahin, haben die probiert. Da war die ja halt belgisch geritten, um es so zu sagen. Die war noch ganz grün und ja. Mein Freund Jesper Meyenburg, sagt, komm Jesper, setz dich mal rauf, reit mal die Stute. Dann haben wir die Stute geritten. Wie gesagt, die war sehr grün, konnte noch wenig sagen. Habe ich ein paar kleine Sprünge gemacht, habe ich steil zwei, dreimal höher gemacht. Und da war ich richtig begeistert, sie zeigte richtig Reaktion. Sie lief dann noch so ein bisschen wild rein und nicht gerade, aber das interessierte mich gar nicht. Die Qualität, die diese Stute hatte, die war irgendwie ja, ganz abnormal, weil diesen Instinkt, die Stute am Sprung hatte, fand ich schon gewaltig.
Naja, dann habe ich Joris Brabant angerufen, habe gesagt, okay, die Stute kaufe ich. Ja, dann kam sie nach Deutschland zu uns. Dann hat Thea sie ein paar Mal geritten. Thea hat gesagt, ja, das Gefühl ist gut, aber boah, die ist noch so grün und das kann man gar nicht sagen. Den Galopp konnte sie noch nicht so richtig halten. Haben immer mal ein paar kleine Sprünge gemacht. Ich sage, boah, das fühlte sich in Belgien auch so an. Ich sage aber, okay, wenn du ein bisschen höher baust, dann hast du richtig Reaktion. Naja, und dann hatte ich die Sprünge ein bisschen höher gemacht. Boah, und da kam dieser Instinkt, die diese Stute hatte, so richtig durch. Und ja, dann haben wir ein paar Springpferdeprüfungen mit ihr geritten. Und ja, die hat sie dann auch gewonnen mit 9,0, ich glaube sogar mal 9,2. Ja, und dann war sie auch sehr wertvoll für die Zucht. Was wir damals noch gar nicht so richtig wussten, wie populär dieser Stamm wird. Weil ich fand den Stamm gut, aber so diese Popularität hatte der Stamm noch nicht. Und dadurch, dass er jetzt im Nachhinein so populär ist, sind wir natürlich unheimlich stolz drauf, diese Stute zu haben. Sie ist mittlerweile auch schon dreifache Hengstmutter. Wir haben schon ein paar weibliche Nachkommen von ihr, von denen haben wir auch wieder die ersten Fohlen. Und meine Philosophie war natürlich dann auch, die Stute dann jetzt in dem Moment nicht mehr so belgisch anzupaaren. Und das ist natürlich dann auch die Schwierigkeit, wenn man die eigenen Hengste nimmt und die Stämme dann gar nicht so kennt, weil da hilft ihnen dann auch kein Belgier mehr weiter, weil das muss man schon selber rausfinden. Und am Ende haben wir damit richtig Glück gehabt, mit Babylon, Berlin, mit ihrem Sohn und ja, und mit dem Cornets Caprice-Sohn, den wir über Zangersheide verkauft haben, für mich im letzten Jahr auch ein Ausnahmehengst. Sie vererbt sich schon richtig gut. Ja, und über die Leistung und die Leistungsdichte teilen wir uns das so ein bisschen auf. Thea liest unheimlich viel, die ist unheimlich belesen. Ich mache es ja mehr aus dem Instinkt. Aber ich glaube, dadurch ergänzen wir uns auch ganz gut. Und ja, so läuft die Geschichte dann bei uns immer so weiter. Nikita de Muys ist eine absolute Rarität, schon als Persönlichkeit, wenn sie so vor einem steht. Sie ist ein unglaublich sensibles Pferd, ganz vorsichtig im Umgang mit dem Menschen, ganz schlau beim Reiten. Ja, war sie vielleicht nicht so diese klassische deutsche Rittigkeit, die hatte sie wohl nicht. Aber in dem Moment, wo die Glocke im Parcours ging, da war alles anders. Sie konnte so gegen Körper und offen ankommen und trotzdem am Sprung entwickelte sie richtig Instinkt, bewegte den Körper, konnte vorne in den Widerriss springen, sprang hinten mit. Es war ein unglaubliches Gefühl. Ich bin sehr, sehr traurig, dass sie sich leider sechsjährig verletzt hat und wir sie bald nicht weiter sportlich fördern konnten. Dafür konnten wir sie umso mehr in der Zucht einsetzen. Sie ist über die Väter, Nabab de Reef, Tinker's Boy, For Pleasure, Darko und Chin Chin, schon genetisch unheimlich abgesichert. Aber das Interessante bei ihr sind definitiv die Mütter. Ihre Mutter ist Héroïne de Muys, eine der besten Stuten auf der ganzen Welt im Moment. Héroïne selber, Asien-Champion, auf 1,60 Meter Niveau erfolgreich. Sie brachte 8 internationale Sportpferde, aber von den 8 internationalen Sportpferden, die sie neben ihrer sportlichen Laufbahn produziert hat, sind sogar 2 Championatspferde herausgekommen. Das ist einmal Lévis de Muys, der bei der Euro in Riesenbeck, glaube ich, die ganze Welt beeindruckt hat. Der zweite ist Nimrod de Muys, das aktuelle Championatspferd von Pedro Veniz, der uns dieses Jahr in Herning beeindruckt hat, mit seinem Vermögen, mit seiner tollen, lockeren Art zu springen, mit der super Galoppade. Das sind so Eigenschaften, die Héroïne an ihre Nachkommen weitergegeben hat. Und die Mutter von Héroïne, die For Pleasure-Stute Excellencia de Muys, die war nicht selber im Sport, konnte sich aber in der Zucht absolut durchsetzen. Sie brachte den Hengst Inshallah de Muys und noch 15 weitere internationale Sportpferde.
Danach kommt die dritte Mutter, das ist Eric Lamas, 1,60 Meter Stute, Narkotik 2. Und die vierte Mutter von Nikita ist wieder 1,60 Meter Pferd, die Weltcup-Finalistin Kelly Chin. Kelly Chin kennt ja jeder, der sich mit der belgischen Zucht befasst heutzutage. Sie ist eine absolute Leistungsträgerin, nicht nur im Sport, sondern wirklich in der Zucht. Ich glaube, es gibt wenig Linien, die mit so einer Dichte Pferde produziert, die im internationalen Sport laufen. Ja, da haben wir uns natürlich immer ein bisschen mehr mit dem Stamm beschäftigt und hatten jetzt auch die erste Stute, hatten super Erfolge, waren super begeistert. Und auch von der Schlauheit und der Intelligenz von Nikita, da hatten wir natürlich auch großes Lust und großes Interesse, ja, einfach versuchen, meine zweite Stute zu erwerben aus dem Stamm, was sich dann ja eigentlich im Laufe der Zeit immer schwieriger realisieren lassen hat, weil der Stamm wurde immer populärer und die weiblichen waren wirklich schwer zu kriegen. Aber dann durch Zufall habe ich natürlich in Belgien meine Fühler dann auch über die Hengste schon immer ein bisschen ausgestreckt und kannte immer mehr Leute und ja, man lernt dadurch auch viele Leute kennen und viele Bekannte und ja, unter anderem rief Rudi de Jonge mich dann an und sagte, du Sven, ich habe eine zweite Stute aus der Familie, ist 5 Jahre alt, Nabab auch und ja, ein bisschen anderer Zweig. Ich sage, okay, ich schick mir mal ein Video, dann schickt er mir ein Video. Ja, eine bisschen andere Stute wie Nikita, eine große Stute. Nikita ist nicht zu groß, so ein 66er Pferd, diese andere Nabab-Stute hat so 74 Stock. Naja gut, und dann sind Theo und ich dahin gefahren und haben sie uns angeguckt. Ja, haben wir dann auch gleich gekauft. Wir wollten diese Stute aber dann gleich in die Zucht einsetzen. Das haben wir dann auch gemacht und jetzt haben wir die ältesten Nachkommen von ihr. Das sind 3-jährige Stuten. Ja, richtig tolle, moderne, große Stuten. Ja, und so hatten wir dann aus dem Curly Chin-Stamm die zweite Stute erworben und sind natürlich richtig happy damit und wir versuchen natürlich jetzt, wie gesagt, mit unseren Hengsten so ein bisschen eine Blutauffrischung zu machen und unseren eigenen Weg zu gehen. Unsere zweite Stute aus dem Curly Chin-Stamm, Infinity van Schüttershof, kommt aus einem anderen Zweig als Nikita de Muus. Und zwar kommt sie aus dem Zweig der Narkotik van Schüttershof. Der Züchter von Infinity, Herr van Impe, wollte unbedingt von seinem Hengst, der Normandier, damals aus einer der besten Stuten, die es damals gab, Kelly Chin, ein Nachkommen haben. Und so bestellte er sich bei Joris de Brabander von seinem Hengst und Kelly Chin ein Nachkommen und so entstand diese Narkotik van Schüttershof und sie brachte die großartigen Hengste Edison van Schüttershof, den Darko-Hengst sowie den ziemlich in Deutschland bekannten, populären und viel eingesetzten Hengst Ducati van Schüttershof von Kashmir van Schüttershof. Und aus der Anpaarung der Vollschwester von Ducati van Schüttershof und Nabab de Reef, ja, ist unsere Infinity entstanden. Ja, wir paarten diese Stuten dann ja auch an und Thea hatte dann den Wunsch, im ersten Jahr zu entscheiden. Sie wollte dann Brandsau als Vater nehmen und dann haben wir es natürlich auch gemacht. Und ja, dann kam natürlich der gekürte Hengst Babylon zur Welt. Ich glaube, ein ganz großer, liniger Hengst mit viel Galopp, mit viel Vermögen. Und dann paarte ich beide Stuten an mit Kulmen. Und wir haben jetzt eine 4-jährige aus Nikita und eine 3-jährige aus Infinity. Die wir nachher natürlich auch noch einmal sehen in den Videos. Wirklich tolle Stuten, moderne Stuten,
mit dem wir natürlich auch weiterzüchten. Da die beiden Kurmenstuten dann so richtig eingeschlagen haben und so gut waren, haben wir dann uns noch ein Embryo bestellt, Kohlmann mal Diamant aus einer dritten Sparte sozusagen des Stamms. Und da haben wir jetzt auch eine, die ist jetzt mittlerweile dreijährig, eine ganz moderne, große, langbeinige, dunkelbraune Kohlmann-Stute. Ich denke mal mit einem Gardemaß von 1,73. Ein ganz tolles Pferd, guten Galopp und richtig gutes Freispringen. Einfach ein tolles Pferd. Und so haben wir uns den dritten Zweig der Curly Chin dann auch noch zugeeignet. Nach ein paar Jahren Zucht haben wir uns natürlich auch mehrere Wege jetzt ausgesucht mit der Anpaarung. Wir haben einmal sozusagen den Joris de Brabander Weg natürlich mit eingeschlagen, weil es ist altbewährt und ja, hoch erfolgreich. Deswegen haben wir da so ein bisschen Diamantblut mit reinführen lassen über Diamant von Klappschütt. Aber natürlich wollen wir auch unsere eigenen Wege gehen. Und wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das war im Leben schon immer so. Also haben wir einmal ein bisschen mit Cartago-Blut angepaart, also mit Kullmann. Da haben wir auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, wunderschöne Stuten, große, langbeinige Stuten, wo er sicherlich die Rittigkeit verbessert hat, so ein bisschen einfacheres Reiten, gut im Maul, ja, die Beweglichkeit, die Trabbewegung ist mehr da, das andere ist doch sehr belgisch dann. So, und dann haben wir natürlich mit Balu B-Blut haben wir Babylon Berlin bekommen. Da sind wir dann ja auch mit Joris mal in Rücksprache gegangen, weil warum soll man diese Leute nicht fragen, die richtig Erfahrung haben? Die haben gesagt, okay, der Stamm ist schon, ja, die Pferde sind schon groß und sehen nicht nach so viel Blut aus, aber in sich haben die Pferde unheimlich viel Blut. Und jetzt mit Balubé-Blut meinte Joris, ja, okay, aber dann musst du natürlich auch viel arbeiten, aber ihr seid ja Deutsche, ihr mögt ja auch gerne arbeiten, also der wird schon viel Blut kriegen, hat er gesagt. Damit hat er natürlich auch recht behalten. Babylon Berlin ist einfach ein Hengst, der viel Blut in sich hat, groß ist, noch ein bisschen Baby im Körper. Aber am Ende zeichnet einen das natürlich auch immer für den Sport wieder aus. Des Weiteren haben wir Cornets Caprice benutzt. Da haben wir diesen zweijährigen Hengst rausgehabt. Und wie gesagt, wir züchten jetzt schon mit den Kohlmann-Stuten. Und ja, so ist es immer spannend und natürlich auch für uns oder für mich besonders, weil ich ja gerne in diese Stämme rein möchte. Ja, muss man einfach mal probieren, wie was geht. So wie es jeder Züchter zu Hause auch schwierig hat, dann mit der Hengstauswahl. Also uns Hengsthalter geht es in dem Moment anders, auch nicht anders. Und wenn ich jetzt für mich als Züchter denke, ja, tut man sich auch schwer. Man macht sich Gedanken. Vielleicht habe ich noch ein bisschen den Vorteil, dass wir unsere Hengste genau kennen und die Vorteile und die Schwächen dann ja, genau vor Augen habe und die Stuten auch. Und dadurch fällt es mir vielleicht ein bisschen leichter, aber ich glaube, in der Außendarstellung, jeder Züchter, der mich fragt, da rede ich auch bei den Hengsten über die Stärken und über die Schwächen, weil Neutralität geht halt über alles und da ist, glaube ich, auch die Ehrlichkeit wert am längsten. Ja, des Weiteren züchten wir mit dem Stamm 18A2, eigentlich beheimatet bei Karl-Heinz Ibs in Cannemoor. Da kaufen wir die Stammstute Hula. Und diese Stammstute Hula, das war eine richtige Bestie, um es mal so zu sagen. Sie hat gebissen, sie hat geschlagen, man konnte sie nur auf dem LKW fahren, wenn man die Anhängerklappe zugemacht hat,
Dann war sie auch weg hinten. Sie war im Umgang unheimlich schwierig. Aber Tjaak hat ja auch nochmal versucht, sie zu reiten. Das ging auch gar nicht. Tjaak Nagel, das ging gar nicht. Und dann kaufte mein Vater diese Stute. Damalige Zeit. Und diese Stute hat uns ja in der Familie richtig viel Freude bereitet, jetzt im Nachhinein. Und wir haben unheimlich tolle Pferde gehabt. Wir haben mit Catwalk, glaube ich, eins der besten Pferde der Holsteiner Zucht gezüchtet, mit Robert Whittaker. Ein ganz hartes Pferd, der über 1 Million gewonnen hat. Dann haben wir weiter Lennon, kam direkt raus, der leider zu früh verstorben ist, der auch unheimlich tolle Pferde gemacht hat. Ich habe noch eine Romanstute daraus geritten, das weiß ich auch noch. Ein richtig tolles Pferd, bloß ich war nicht ganz so talentiert, das habe ich dann auch gemerkt, deswegen habe ich mit der Reiterei aufgehört. Aber das Pferd war schon toll. Dann wurde Hula nicht mehr so richtig tragend und dann haben wir das nochmal versucht und nochmal versucht und das weiß ich noch, dann sind wir abends mit dem Brausebrand nach Hause gekommen von der Münster, von der Körung und der damalige Angestellte bei uns, Carsten Carstens und ich haben dann Corleone damals einmal so decken lassen und so entstand dann Kana. Mein Vater wusste das gar nicht, der hatte dann im Frühjahr versucht, immer Hula nochmal tragen zu kriegen und sie war schon lange tragen. Wir haben es natürlich auch nicht erzählt, weil wir haben es nicht gedurft. Ja, so entstand Kana und ja, mit Kana haben wir natürlich auch dann, wie gesagt, Catwalk und all diese Pferde gezüchtet, Arturo Junior, Chaplini und ja, der Stamm ist für mich unheimlich wichtig und wir haben dann aus der eine junge Stute noch daraus, eine Carlos-Stute gehabt und ja, die ist dann ja auch ziemlich schnell verstorben und wir haben jetzt noch eine junge Brandshaus-Stute, die Lana und das verkörpert für mich so eine richtige Holsteiner Stute. Sie ist groß, sie ist edel. Wir haben sie geritten, 3-jährig angeritten. Ich wollte dann aber nicht, dass sie weiter in Sport geht, weil ich möchte sie in der Zucht haben und ich möchte diesen Stamm auch, dass die Stute selber austrägt. Und sie hat ein Diamant von Klappschuttfohlen dieses Jahr, ein Stutfohlen, das wirklich Ausnahme ist. Also dieser Stamm ist wirklich top in der Leistungsdichte, Härte, ja, und tolle Pferde, die richtig schlau sind. Der Stamm 1916 läuft in Holstein unter den Hardaschen Stamm. Aber die Historie fängt an in der Krempermarsch im Jahre 1881. Aus diesem Stamm erwarb der Züchter Heinrich Reimers eine Stute, als er seinen Betrieb übernahm 1920 und hat sehr erfolgreich mit dem Stamm 1916 gezüchtet. Das erste auffällige Pferd aus diesem Stamm war die Stute Antoinette, die mit Josef Neckermann in Tokio 1964 die Goldmedaille in der Mannschaft gewonnen hat. Dies war eine sehr edle Schimmelstute von dem Vollblüter Anblick. Weiterhin war zu dieser Zeit der Hengst Herold vom Landgestüt Traventhal abgegeben ans Gestüt Vornholz an Baron Nagel, weil der gerne in seinem Betrieb für seine Zucht ein
Hengst aus einem alten Stutenstamm erwerben wollte mit sehr guter Blutführung. Ja, ich habe 1980 Wodkas Mutter, eine Ramiro-Stute aus der Corinna von Albrand, erworben als junger Landwirt, um mit diesem Stutenstamm auf unserem Betrieb zu züchten. In den 70er Jahren, 1970 bis 1980, waren schon zwei ganz erfolgreiche Pferde aus diesem Stamm im Sport gewesen. Einerseits Mowgli von Marlon aus einer Matador-Stute, der die deutsche Meisterschaft im Springen bei den Damen mit Linde Nissen-Lemke gewonnen hatte. Weiterhin war ein Frivolsohn, der von Hans-Günter Winkler ausgebildet wurde, nach Südafrika verkauft, der dieses Pferd nach Südafrika verkauft hat und dort den Hochsprungrekord über 2,23 Meter gewonnen hatte. Ramiro-Stuten um 1980 waren sehr auffällig in der Holsteiner Zucht und diese Stute konnte ich aus dem Sport bei uns im Betrieb mit einstellen. Diese Stute wurde auf der Station Völz damals von dem Hengst Lord, mit dem Hengst Lord angepaart und Wodka wurde 1984 bei uns geboren und als Fohlen dann mit einer Prämie ausgezeichnet. Wodka wurde 1987 Staatsprämienstute und ging in Elmshorn auf dem 1B-Preis und war auf dem Endring mit um die Siegerstute. Ja, ab 1990 haben wir dann mit Capitol wieder angepaart. Dieses Fohlen fiel auf der Silberhochzeit von Lothar Völz nachts um 12 und dieser Hengst sollte dann auf seinen Weg gehen. Es folgte dann Chikasve, eine wunderschöne, edle Stute, ihre Mutter sehr ähnlich. Diese Stute wurde dreijährig eingetragen, hatte vierjährig ein Fohlen von Cassini 1, das ist die Stute T. Cassina, die Mutter von Urikas. Anschließend, zwei Jahre später, wurde von Concerto 2 die Caressina geboren. Caressina wurde auch dreijährig angepaart mit Cardino, hat ein internationales Pferd damals gehabt und wurde dann auch an den Holsteiner Verband abgegeben. Diese beiden Stuten wurden in Elmshorn weiter ausgebildet, bis Janne Friederike Meyer Chikasve übernahm und Caressina wurde anschließend verkauft nach Mecklenburg und wurde dort weiter gefördert und gewann das Springderby 2009 in Hamburg mit dem Reiter Kleist. 2010, 2011 und 2012 war Caressina jeweils auch platziert. Als Wodka das erste Mal angepaart werden sollte mit Caretino, hatten wir ein außergewöhnlich gutes Produkt mit Conway 1. Dieser Hengst wurde sechsjährig nach beiden Qualifikationen als Sieger in beiden Qualifikationen in Warndorf beim Bundeschampionat nach Amerika verkauft. Diese Anpaarung wurde weiterhin wiederholt. Es entstanden Conway 2, die Stute Chikasve und in der Anpaarung im Jahre 2000 mit der Geburt von Vonwe 2001 diese Stute. Die Stute Vonwe war 2004 Staatsprämienstute in Elmshorn und wurde in diesem Jahr von dem Hengst Carreño belegt. Carreño war Siegerhengst auf der Körung, ein Cascavel-Sohn, der züchterisch sehr interessant aus einem alten guten Holsteiner Stamm war. Und dieses Produkt war anschließend die Victoria, die Stute, die 2005 geboren wurde. An
An unserem Stutenstamm 1916 kann man einen Teil feststellen. Über 43 Jahre ist der Stamm bei uns im Betrieb. Und über Generationen wurden Junghengste, 3- und 4-jährig, oder jüngere Hengste eingesetzt. Und die Leistung hat sich über Generationen in diesem Stamm verfestigt. Es fängt an mit Albrand als Junghengst in diesem Stamm, über Ramiro, über Lord, über Carinho im Betrieb Völz, wie auch in unserem Betrieb mit der Caretino-Stute Wonwe, bis zum heutigen Tag mit der Stute T. Cassina von Cassini I, die mit Urico belegt wurde. Und dieses Produkt Uricas von der Carte Feen ist momentan erfolgreich im internationalen Sport. Ich muss hier feststellen, dass Junghengste züchterisch sehr wertvoll sind und wir haben das in unserem Betrieb, in unserem Zuchtbetrieb praktiziert und haben sehr gute züchterische Erfolge damit gehabt. Wenn man den belgischen Stamm nimmt, der gute Sitte, kann ich mich immer noch so an früher erinnern. An die Körung in Belgien und mir ist immer aufgefallen, dass es unheimliche sportliche Pferde waren. Viele waren ganz bunt von den Hengsten und ja, ich habe dann immer gedacht, okay, aus der Familie musst du mal was haben. Und dann kam eigentlich zeitgleich Watson Sitte als Hengst bei uns, der Cadento-Sohn. Und ja, dann haben wir noch eine Vagabundstute gekauft aus der Vollschwester zu Arganix. Die Stute ist unheimlich modern und ja, verkörpert eigentlich ein schönes Auge und einen super Puckel drauf, einen super Rücken, einen tollen Galopp. Und die belgischen Zuchtkollegen machen das ja gerne, dass sie auf den Stamm inziehen. Und da haben wir uns letztes Jahr die Philosophie gemacht, die Stute einfach anzupaaren, nochmal auf den Gute-Sitte-Stamm. Also haben wir Watson benutzt und nochmal direkt in die dritte Inzuchtlinie haben wir sozusagen aufeinander geführt. Ich habe gedacht, okay, jetzt kriegst du einen rein belgischen. Ich bin ganz anders positiv überrascht worden. Wir haben ein schönes, modernes Fohlen gekriegt, das laufen kann, richtig guten Galopp hat. Und die Familie ist natürlich weltweit einzigartig. Ja, unsere Glamix von Vagabond Ogano Celano kommt aus dem Stamm der Guten Sitte. Gute Sitte, Teilnehmerin bei den Olympischen Spielen in Montreal, gewann Silber mit dem belgischen Team. Diese Leistung zog sich fort durch den Stamm, brachte viele 1,60 Meter Pferde. Die Mutter von Glamix ist Vollschwester des aktuell sehr populären Arganix de Seigneur. Ebenfalls ist sie Vollschwester zu Eganix, der ist auch erfolgreich auf 1,60 Meter Niveau, sowie zu Asui de Seigneur, das ist ein Halbbruder, der ebenfalls international erfolgreich ist. Die dritte Mutter brachte die Calvaro-Stute Callas Sitte, die unter Christina Liebherr erfolgreich war, sowie den Weltmeister der siebenjährigen Pferde und später erfolgreich auf 5-Sterne-Niveau Seacoast Atlantic. Die Stute ist leistungstechnisch sehr gut abgesichert und bringt nicht nur ein tolles Pedigree mit, sie selber verkörpert auch sehr viele Eigenschaften, die wir gerne in unserer Zucht haben wollen. Sie hat Blut, sie ist rittig, sie bewegt sich gut, sie ist ein sehr schönes, modernes Modell
Und das gibt sie anscheinend auch an ihre Nachkommen weiter. Ja, nächstes Jahr bekommt sie ein Fohlen von Esmeraldo und die Anpaarung mit Watson Sitte haben wir natürlich auch wiederholt. Ja, Calvanula, eine bildschöne Tochter des Calvados, Carthago Lux Pilot. Calvanula haben wir gekauft wegen Cornets Caprice. Wir waren so begeistert von Cornets Caprice, von seinem Exterieur, dass wir gesagt haben, wie toll wäre das, wenn wir eine Stute aus dem Stamm hätten. Der Stamm ist sehr stark in der Exterieurvererbung. Und deswegen haben wir gesucht, wir haben Calvanula gefunden. Sie war damals tragend von Dominator. Dieses Jahr hat sie ein Fohlen von Jasper bei Fuß. Ein bildschönes Fohlen, edel, blütig, so wie man sich das vorstellt. Calvanula selber brachte schon einen Sohn von Diamant, der jetzt 7-jährig ist. Das ist ihr erster Nachkomme. Der ist im internationalen Sport angekommen. Der springt mit richtig viel Vermögen, schön durch den Körper, rittig. Das sind die Werte, die dieser Stamm verkörpert. Und sie hat ebenfalls einen gekörten Sohn von Diamant, ebenfalls von Diamant des Emilie. Der ist 2 Jahre jünger, der ist jetzt 5. Sie brachte auch das Siegerfohlen in Sangersheide von Cornet Obolensky. Und wir hoffen, dass sie mit diesen Eigenschaften, die der Stamm verkörpert, dieses tolle Exterieur, dieses Vermögen, die Leichtfüßigkeit, ja, dass wir jetzt gute Nachkommen von ihr bekommen. Calvanula ist eine ganz große, moderne Stute, 374 Stock. Sieht eigentlich aus wie eine Original-Carthago-Stute. Sie hat viel Hals, sie hat ein modernes Gesicht. Sie ist ganz gerade auf dem Bein, hat ein gutes Hinterbein, hat eine gute Länge. Ja, schneeweiß ist sie mittlerweile schon. Also so richtig in sich verkörpert sie Carthago. Und ja, wie man weiß, bin ich natürlich auch ein großer Carthago-Fan. Und wenn man dann nochmal eine Stute hat mit dem Carthago-Blut so direkt daran und die einen richtig an Carthago und an diese Original-Carthago-Stuten erinnert, ist man natürlich auch froh als Züchter, dann auf so eine Stute zu gucken. Und wenn man mal schlechte Laune hat, geht man zur Weide, guckt die Stute an und schon ist die Laune wieder gut. Ja, des Weiteren züchten wir mit Risette. Das ist für mich eine wunderschöne Blutstute, eine Coleman-Stute. Coleman, Ballo B, Contender Capitol. Die Stute kaufte ich damals bei Björn Nagel 3-jährig. Wie gesagt, eine wunderschöne Stute mit einem großen Auge, die sich dann, in jungen Jahren einmal an der Schulter verletzt hat, die mal geschlagen worden ist vom anderen Pferd. Deswegen ist sie nie im Sport gekommen. Aber über die Nachzucht beweist sie eigentlich alles, was eine Zuchtstute beweisen kann. Wir haben unheimlich gute Nachzucht von ihr. Und ich persönlich finde diese Stute einfach, ja, einfach richtig toll. Weil sie gibt mir dieses wieder, was man so in Coleman gesehen hat, dieses große Auge und diese Freundlichkeit, die Coleman auch immer hatte und diese Schlaue, das hat die Stute in sich vereint. Und über den Stamm 242, ja, glaube ich, muss ich nicht groß erzählen, was für tolle Sachen der Stamm in Holstein gemacht hat. Da ist diese Sparte aus dem Stamm auch sehr schmal. Aber für mich persönlich
Es ist einfach, wenn man die Stute anguckt, wie gesagt, das ist eine Traumstute und so stelle ich mir einfach eine Zuchtstute vor, die jetzt schon 15 Jahre bei uns ist, aber immer noch, wenn sie vor einem steht, wie eine dreijährige Stute und immer noch modern ist und der zur damaligen Zeit wie eine Vollblutstute dasteht. Eine wunderschöne, traumhafte Fuchsstute. Ja, für die Sette hat er bis jetzt fast nur männliche Nachkommen. Wir haben erst in den letzten 2 Jahren Stutfohlen von ihr bekommen. Und die männlichen Nachkommen haben sich alle im Sport bewiesen. Die ersten 2 Nachkommen hatte sie von Cassin. Der erste läuft international unter einer tschechischen Amazone. Der zweite war im Finale beim Bundeschampionat mit Thomas Brandt. Der ist danach nach Amerika verkauft worden. Danach kommt Lord Kolubé, den reitet unser Freund und Schmied Jan Grochowski, sehr erfolgreich, 8-jährig auf 2-Sterne-S-Niveau, bringt jedes Wochenende endlose S-Schleifen mit nach Hause. Das Pferd hat viel Blut, ist schlau, super vorsichtig, springt durch den Körper, bringt eigentlich alles mit, was sich ein Sportreiter wünschen kann. Sein Vollbruder L'Aquero ist jetzt international erfolgreich unter Hans-Torben Rüder. Ebenfalls brachte sie einen gekörten Hengst von Scirocco Blue, der ist in Belgien und läuft auch in der internationalen Youngster-Tour. Also alle Nachkommen, die sie gebracht hat, sind sehr blutgeprägt, sind vorsichtig und beweisen sich im Sport. Ja, Defiance von Diamant de Semilly kennen und dann kommt die weltberühmte Usha van Trosaga. Das war jetzt schon lange ein Traum, eine Stute aus diesem Stamm zu haben. Wir haben auch Defiance Mutter schon mal live gesehen in Frankreich bei Haras de la Pomme. Und ich glaube, die war da 4-jährig. Die sah der Fionc schon sehr ähnlich, auch so eine hochbeinige, schöne Stute, eine Dunkelfuchsstute. Und als ich die gesehen habe, da dachte ich mir schon, oh, ich hätte so gerne irgendeinen weiblichen Nachkommen aus dieser Stute. Und deswegen sind wir wirklich froh, der Fionc jetzt zu haben. Ich reite sie auch. Sie hat unheimlich viel Qualität. Für so ein großes Pferd ist es dies unheimlich vorsichtig. Man kann sich das knapp vorstellen, wie viel Vorsicht und Art sie in dem Moment am Sprung bringt. Fast noch ein Tick zu vorsichtig. Sie ist natürlich aber auch noch sehr grün. Wir werden sie auf jeden Fall weiter fördern. Es macht mir ganz viel Spaß, mit dem Pferd zu arbeiten. Und genetisch über die Väter, Diamant, Cannon, Chin Chin und dann noch über diese Mutterlinie. Dichter kann man an Usha van Trosaga gar nicht mehr rankommen. Und ihre Mutter, die Kennenstute Goya, sie ist Vollschwester zu dem Hengst George, der bei den Steffex Stables steht. Ebenfalls eine weitere Vollschwester von Goya ist Babé van Trosaga, die auf 1,60 Meter Niveau gelaufen ist und auch in der Zucht unheimlich viele internationale Nachkommen, sowie auch mittlerweile auch Enkelkinder hat. Und ebenfalls Zella, die tolle Stute von Ben Meyer, die so erfolgreich war. Sie war auch schon mal erfolgreichstes Pferd auf der WBFSH-Liste. Das ist ebenfalls eine Halbschwester zu Goya, zu der Mutter von Defiance. Und wir sind einfach unheimlich froh, diesen Stamm jetzt zu haben. Wir haben Embryotransfer gemacht. Sie bekommt nächstes Jahr hoffentlich zwei gesunde Fohlen von Jasper. Und wir sind schon sehr gespannt, was da rauskommt. Thank you.
Ja, des Weiteren züchten wir mit einem Stamm, der ursprünglich aus Holstein kommt, mit dem Stamm 1571. Entstanden ist der Stamm eigentlich mal bei Familie Rühmann. Ich glaube, das ist ziemlich vielen Leuten bekannt. Das ist eine Cassin-Stute, Cassin con er Caretino, Capitol Flamingo. Eine große Stute mit viel Aufsatz, die bei uns in der Zucht schon ziemlich viele gute Pferde gemacht hat, die sich zuchtbewährt erwiesen hat. Thea mag diese Stute nicht ganz so gerne, wenn ich ehrlich bin. Sie ist auch mal so ein bisschen narsch und hat mal so ein bisschen ihren eigenen Charakter. Das finde ich persönlich natürlich wieder gut. Aber okay, da gehen die Geschmäcker immer mal ein bisschen durcheinander und auseinander. Aber ich finde persönlich eine Stute, die eine Holsteiner Stute verkörpert. Sie ist groß, sie ist linig, sie hat richtig Brust und ja, sie hat richtig hinten, wie man das so in Holstein sagt, den Deckel drauf, da wo er hingehört, mit einer richtig großen, breiten Kruppe und mit dem ordentlichen Fundament drunter. Ja, eine Stute, die mir persönlich ganz gut gefällt und ja, sie hat auch in Holstein, weiß ich, dass zum Beispiel mit der Vollschwester der Caretino-Stute Reimer Detlef Hennings unheimlich viel Erfolg hat. So teilen wir uns immer noch ein bisschen den Stamm der Familie Rühmann. Und ich glaube, beide leben wir auf einer sehr guten Schiene mit dem Stamm. Ja, Donés ist schon zweifache Hengstmutter, brachte mit Darko de Revel den gekürten Hengst Dasio, sowie mit Jalubi den in Oldenburg und Sangerheide gekürten Janujai. Den kaufte damals in Oldenburg anlässlich der Körung, der Auktion, der internationale Topreiter Nils Brünjes. Und so wie wir gehört haben, scheint er auch sehr zufrieden mit dem Pferd zu sein. Der ist jetzt vierjährig, macht die ersten Sprünge unterm Sattel. Donés Mutter Uschi brachte in Anpaarung mit Coolman den Hengst Collins, der bis 1,50 erfolgreich war. Und was interessant ist, die Caretino-Stute ist Vollschwester zu 2,60 Meter Pferden, zu Caruso unter Alex Schopatani sowie zu Chianti, der mit Rolf-Göran Bengtsson erfolgreich im internationalen Sport war. Und in der Anpaarung mit Casal brachte die Capitol Flamingo Stute den mit Andreas Ripke international erfolgreichen Kamal. Ja, des Weiteren züchten wir mit dem Holsteiner Stamm 2065. Mit dem Stamm bin ich auch sozusagen groß geworden. Familie Schaffer kam damals immer bei uns mit Stuten zum Hengst gefahren. Und das weiß ich noch als kleines Kind, er war Leidensgenosse von meinem Vater. Er hatte auch eine Schlachterei und dadurch kam die Verbindung dann immer über andere Gespräche noch. Und dann haben sie sich immer gegenseitig das Lied gesungen, wie arm die beiden noch sind und wie sie schlecht das haben als Schlachter. Und er hatte auch nie Zeit, aber er kam immer abends, ganz spät. Das bleibt mir jetzt noch so ein bisschen so in Erinnerung. Und ja, was mir denn besonders auffiel, er hatte immer Stuten mit viel Blut gehabt und die hatten auch immer ein bisschen eigenen Sinn für irgendwas. Das konnte ich gar nicht so richtig begreifen damals. Ich fand sie teilweise dann auch ein bisschen schrecklich, weil sie sind auch mit ihr hingelaufen, wo sie wollten. Aber waren immer Stuten mit einem großen Auge und mit tollen Linien. Und ich war damals noch gar nicht so weit, dass ich jetzt
das sportlich damals einschätzen hätte können, weil da war ich noch viel zu klein zu. Dann ging natürlich ein paar Jahre ins Land und ja, bei Herrn Schaffer und bei Thomas Voss war eine super Verbindung, weil Thomas Voss immer die Pferde von Schaffer geritten hat. Unter anderem auch Carena, das ist natürlich eines der erfolgsreichen Pferde, die Thomas mit geritten hat. Ich glaube, sie hat selber 200.000 gewonnen. Und danach noch, auch mit Jörg Newe, super erfolgreich im Sport. Und mit Miriam Schneider, also wirklich ein Pferd, das mit drei Reitern ja, richtig erfolgreich war. Und ja, dann kam Fossi mal bei mir an und sagte mir, du Sven, Karl-Heinz Schaffer ist verstorben und die Pferde, die sollen verkauft werden, eine Stute musst du übernehmen. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Welche Stute ist das? Das war eine Los Alamos-Stute damals. Dann habe ich gesagt, Thomas, du so richtig Los Alamos ist ja nicht so richtig interessant, aber okay, die Familie ist dahinter so stark und so gut. Habe ich gesagt, okay, komm, das mache ich. Und so übernahm ich die Los Alamos-Stute. Da war nicht so richtig viel Glück dran. Das passiert ja auch mal im Leben. Sie hat gefohlt von Cassini 1 und nach 3 Tagen ist die Stute verstorben. Jetzt hatte ich diese Cassini 1-Stute. Zum Glück habe ich eine Embryo-Stute, sage ich schon, eine Leihmutter sozusagen gefunden. Und sie hat das Fohlen groß gemacht. Aber mit dieser Cassini 1-Stute haben wir dann gezüchtet und wir haben richtig tolle Erfolge raus, richtig gute Nachkommen. Ja, das kann Thea gleich nochmal erklären. Aber ich glaube, dieser Stamm gibt auch Härte und richtig Vermögen mit, was sie besonders auszeichnet. Jetzt auch eine Carena, die jetzt sozusagen in einer Zuchtgemeinschaft bei uns ist, mit Thomas Voss, Jörg Newe und wir. Wir züchten mit ihr, wir haben da jetzt jeder ein paar Nachkommen von. Und ja, das ist immer noch eine Persönlichkeit. Und wenn diese Stute in dem Alter sagt, da möchte ich langlaufen, dann tut sie es noch und sie tut es. Und das zeichnet so ein altes Sportpferd ja auch aus, dass sie immer noch den Ehrgeiz hat, die Energie hat, das aufzubringen, das durchzusetzen, was sie will. Und ja, als Zuchtstute muss die Mutter auch manchmal ein bisschen eigen sein, weil dann gibt es auch nochmal in der Nachzucht wieder einen Ticken mehr Blut, wenn man dann weiß, wie man sie anpaaren muss. Und bei Carena, glaube ich, muss man bloß ein bisschen darauf achten, dass man ein bisschen Rätigkeit reinbringt, Springvermögen und die Anlagen, die dieses Pferd hat. Ja, ich glaube, das gibt selten eine Stute, die so viele Möglichkeiten hat wie Carena. Ja, über Carena hat Sven ja schon viel erzählt. Thomas sagt immer, es gibt nichts auf der Welt, was diese Stute nicht springen kann. Und ich glaube ihm das. Sie hat ja unheimlich viel Einstellung. Sie kommt ja auch aus einer sehr guten Familie. Es gibt eine weitere Halbschwester zu Carena von Campione, Comtessa. Die war auch auf 1,60 Meter Niveau erfolgreich, erst unter Thomas Voss, danach unter Christian Ahlmann. Eine weitere Halbschwester von Carena, die nicht im Sport war, von Cassini 1, brachte die diesjährige Landeschampionesse der 7-jährigen Springpferde in Holstein. Das ist die Stute Inside of My Heart. Es bleibt auch wieder in der Familie Voss. Philipp Battermann hat sie geritten. Unsere Wismut von Cassini 1 ist eine kapitale Holsteiner Stute. So habe ich mir als Kind immer einen Holsteiner vorgestellt. Und als ich nach Deutschland gezogen bin, das habe ich gemacht, weil ich genau solche Pferde reiten wollte. Und Wismut hat sich auch so, wie sie selber ist, hat sie sich auch vererbt. Sie hat unheimlich viel Vermögen an alle ihre Nachkommen weitergegeben. In der Anpaarung mit Kuhlmann brachte sie Colina und Christian Gray, die beide auf 1,55 Meter Niveau laufen. In der Anpaarung mit Crumble brachte sie Jolie SV, die haben wir hier auch ausgebildet. Dann haben wir sie verkauft, sie läuft jetzt in der internationalen Youngster Tour.
Und auf Wismut kann man sich immer verlassen, dass man, ja, ich sage immer, ein Automatikpferd bekommt, weil sie wirklich einfach zu bedienen sind. Die Pferde haben passend Blut und funktionieren einfach im Parcours. Man kommt um die Kurve und denkt sich, oh, die Distanz ist schon da und man hat selber ja gar nicht viel gemacht. Die Pferde galoppieren groß, können sich aber trotzdem irgendwie selber sehr gut schließen. Und über das Vermögen muss man gar nicht diskutieren. Anfang des Jahres bei der Oldenburger Körung brachte sie uns jetzt auch einen gekörten Hengst von Jalube. Der ist jetzt angeritten, der lässt sich ebenfalls wie seine ganzen Geschwister sehr gut reiten. In der Anpaarung mit Jalube haben wir vielleicht noch ein bisschen mehr Blut da reingehauen. Und ich bin sehr gespannt, wie der weitere Weg jetzt mit diesem Hengst gehen wird. Ich glaube, das ist ein richtiges Qualitätspferd. Wir haben noch eine weitere Tochter von Wismut in unserer Zucht, also eine Kuhlmann-Tochter. Sie heißt Hochmut, ist die Vollschwester zu den beiden international erfolgreichen Pferden. Sie macht vielleicht noch ein bisschen edlere Nachkommen als Wismut selber. Und es ist ein Verlassstamm. Vermögen kommt nie aus der Mode. Ja. Und ich freue mich immer auf diese Pferde, wenn wir sie reinholen von der Weide, wenn sie endlich mal dreijährig sind und es losgeht mit dem Reiten, weiß ich jedes Mal, oh, da kommt ein super Pferd, das mir jeden Tag Freude bereitet. Ja, wir beide machen das jetzt gemeinsam, hier den Sportakt mit Zucht und ich bringe mich mehr in der Zucht ein, weil auf das andere muss ich mich halt auf Thea verlassen. Das mache ich auch sehr gerne, das macht auch Spaß. Aber ich muss natürlich auch sagen, jeder Züchter muss sich immer wieder umstellen und offen sein für Neues und das müssen wir auch. Und ja, Modernität und Züchterglück gehört am Ende auch dazu und wir freuen uns, wenn so ein bisschen unsere Züchterei und unsere Philosophie Ihnen gefallen hat. Wir haben auf jeden Fall Spaß mit unseren Pferden und hoffen, dass Ihnen das alles gut gefallen hat. Ja, am Ende, wir versuchen nicht die letzte kommerzielle Abstammung zu züchten, sondern wir wollen wirklich ein Pferd züchten, ja, was ich selber gerne reiten würde, wovon ich überzeugt bin, was ich gerne im Sport haben würde, gerne mit weiterkommen würde im Sport, so dass es irgendwo das Leitprinzip, ob diese Anpaarung in dem Moment wirklich endkommerziell ist oder nicht, das sind nicht so unsere Leitgedanken. Wir züchten das, woran wir glauben, dass Stute und Hengst sich gut ergänzen. Das klappt nicht immer, dafür ist es Zucht, deswegen ist es auch spannend. Wir sind mit diesem Jahrgang sehr gesegnet, wir haben gesunde Fohlen, tolle Fohlen mit guter Bewegung, Sportlichkeit, richtig guten Abstammungen. Also es ist ein Jahrgang, auf den wir sehr stolz sind. Wir machen auch sehr viel selber, also Sven übernimmt am liebsten den intellektuellen Part am Züchten. Ich bin so dann der Wühler, der nachts aufsteht, um die Stuten zu untersuchen zu ziehen. Ja, aber wir haben uns das gut aufgeteilt und die Fohlen bringen wir gemeinsam zur Welt. Ja, es ist Jeppe, also Svens Sohn, der jetzt bei uns wohnt, steigt jetzt mit ein in die Familientradition, steht mit nachts auf und bringt die Fohlen mit zur Welt. Und ja, es ist einfach ein richtig schönes Familienbusiness und wir freuen uns, dass Sie uns zugeguckt haben.